Hallo und herzlich willkommen bei WrestleMania Nummer 3 hier auf Graum Entertainment. Und es soll heute gehen um meine Review zu WWE Clash of Champions 2016. Ja, ich weiß, das habe ich bei der letzten Ausgabe auch gesagt, aber ich werde wieder versuchen, das kurz zu halten. Denn ich habe so vom Gefühl her gar nicht so viel zu der Show zu sagen. Denn ich habe das Problem, dass ich merke, dass auch diese Show mir insgesamt relativ langweilig war, auch wenn sie mich besser unterhalten hat als Backlash. Und das lag nicht daran, dass es eine schlechte Show war. Das möchte ich ganz eindeutig betonen. Vom Wrestlerischen und so weiter her war das eine gute Wrestling-Show. Nur ich merke, dass diese Übersättigung an Wrestling, die alle ja befürchten, bei 19 Pay-Per-Views im Jahr, bei 3 Stunden Raw und 2 Stunden SmackDown pro Woche, wo also alle 2 bis 3 Wochen immer ein Pay-Per-View ist und man in diesen Wochen also wirklich geschlagene 8 Stunden Wrestling in der Woche hat und das alle 2, 3 Wochen und dazwischen immer 5 Stunden Wrestling. Das ist einfach zu viel und die WWE wird es auf Dauer nicht schaffen, das interessant zu halten. Und ich habe halt gedacht, bei mir würde das eventuell so nach, ja, nach 2, 3 Monaten, nee, Quatsch, nach 5, 6 Monaten oder so, dachte ich, oder vielleicht erst nach einem Jahr einsetzen. Aber tatsächlich merke ich, wie es sich jetzt schon wie ein Pay-Per-View sich einfach nicht mehr nach was Besonderem anfühlt. Und das ist das große Problem, was die WWE im Moment hat. Nichtsdestotrotz hat mich einiges an Clash of Champions wirklich sehr gut unterhalten. Ein, zwei kleinere Dinge fand ich nicht so gut und darüber werde ich jetzt sprechen. Das erste ist, im Kickoff-Show-Match hat Nia Jax sich mit Alicia Fox auseinandergesetzt und wie von mir ja auch ja, angenommen und auch befürwortet, hat Nia Jax das gewonnen. Allerdings durfte Alicia Fox so viel Gegenwehr zeigen wie bisher noch niemand und ja, das ist in Ordnung. Also bei Nia Jax findet zumindest so diese Entwicklung statt, dass sie zu immer anspruchsvolleren Gegnerinnen mit der Zeit geführt werden soll. Was ich halt bei Braun Strowman im Moment einfach nicht so sehe, dass da ein Fortschritt in der Entwicklung ist. Ja, von daher völlig in Ordnung. Das Kickoff-Show-Match der Show war dann das Tag-Team-Titel-Match von The New Day gegen The Club. Was tatsächlich, wie auch von mir vorausgesagt, in meinem, wie ich den Pay-Per-View booken würde oder mit meiner Pay-Per-View-Vorschau, hat The New Day dieses Match für sich gewonnen. Und man hat fast das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe ja gesagt, sie sollen The Club dominant darstellen, sodass The New Day sich dann am Ende mit einem DQ oder irgendeinem Cheat aus der Sache rausziehen muss. Sodass dann eben The Club noch verbissener werden kann, man die Fehde noch, oder man anfangen kann, die Fehde wirklich verbissen aufzubauen und dann The Club beim nächsten Pay-Per-View das Ganze gewinnt. Der ja bei Raw offenbar Hell in a Cell ist. Das würde also sehr gut passen. Es wäre das perfekte Gimmick-Match, um das dann zu Ende zu bringen, wenn man dann ab jetzt wirklich eine solide Fehde draus baut. The New Day hat letzten Endes das Match gewonnen, also sie haben nicht sich via DQ gerettet, sondern sie haben aber geschummelt. The Club wurde wirklich über weite Strecken des Matches sehr, sehr stark dargestellt, so wie ich es mir gewünscht habe. Und letzten Endes hat dann Carl Anderson, war es glaube ich, einen Schlag von Francesca Tu von Xavier Woods abbekommen und daraufhin das Match dann verloren. Ich denke schon, dass man die Fehde jetzt auch weitermachen wird, also dass jetzt dann The Club rauskommen wird und sagen, ey, ihr könnt uns einfach nicht fair and square besiegen. Ihr müsst schummeln, damit ihr uns besiegt oder euch aus der Affäre zieht. Und dann hoffe ich wirklich, dass man die Fehde jetzt wirklich intensiv aufbaut und dann eventuell sogar mit einem Hell in a Cell Tag Team Match beim nächsten Pay-Per-View beendet. Das wäre doch eine ganz gute Entwicklung. Von daher hat mich der Ausgang hier ja, nicht so sehr überrascht und insgesamt sogar recht positiv gestimmt. Es war auch ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Ich fand gleich den Anfang sehr geil, wie Luke Gallows außen um den Ring läuft und erstmal Big E und Xavier Woods umhaut, sodass Kofi Kingston alleine kämpfen musste gegen Karl Anderson und dann eben auch eine ganze Weile ziemlich dominiert wurde. Das Ganze hat dann einen richtig schönen Fluss bekommen. Also es war insgesamt wirklich ein sehr, sehr schönes, rundes Match. Hat mir gut gefallen. Und wie gesagt,
Ich bin auch der Meinung, dass die New Day die Titel langsam verlieren müssen, aber nach einer richtigen Fehde und nicht nach so einem nach so einer Fehde, wo man sich vor 2 Wochen entschieden hat, The Club jetzt mal stark darzustellen. Deswegen befürworte ich, dass sie die Titel jetzt gerade noch gehalten haben. Und entweder wird das nächste Match gegen The Club oder gegen ein neues Tag Team, wo ich später nochmal zukomme. TJ Perkins hat seinen Cruiserweight-Title gegen Brian Kendrick verteidigt. Ja, und es war ein insgesamt ziemlich langsames, ziemlich langweiliges Match, muss ich sagen. Also, es gab natürlich ein paar schöne Aktionen. Gerade TJ Perkins hat gezeigt, dass er durchaus sehr, sehr geile Manöver drauf hat. Aber es war halt ein sehr langsam geführtes Match, weil Brian Kendrick eben ihn mehr so am Boden gehalten hat und so weiter. Und man wollte halt ihm als ersten Gegner einen Veteranen an die Seite stellen. Ich glaube, es hätte der Cruiserweight Division aber besser getan, hätte man jetzt wirklich so ein Match gehabt, TJ Perkins gegen Johnny Gargano oder gegen Gran Metalik, also so eins, wo richtig Action drin sein kann. Und so war das erste Cruiserweight Championship Match irgendwie relativ langweilig. Er hat dann gewonnen und man muss auch wirklich sagen, man merkt einfach, wie gesagt, dass diese Leute nicht bei NXT aufgebaut wurden, denn die Halle war wirklich tot. Es haben hier und da wirklich mal ein paar Leute versucht zu klatschen und anzufeuern, aber insgesamt war die Halle wirklich tot. Was, wie ich auch schon gesagt habe, denke ich daran liegt, dass man die Cruiserweights erst eine Woche vorher bei Raw überhaupt vorgestellt hat. Das Ganze war also schon wieder ein Match ohne Fehde. Und ja, dann hat man den Cruiserweight Champion überhaupt nicht vorgestellt. Der ist jetzt zum ersten Mal aufgetreten vor WWE Main Publikum. Ja, und dann hat man eben auch nicht die bestmögliche Paarung genommen, um das geilste Match gleich mal aufs Parkett zu zaubern. Und das alles hat eben dazu geführt, dass das Ganze zu einem relativ mittelmäßigen Match wurde. Nach dem Match gab es dann noch die Umarmung von Brian Kendrick und TJ Perkins, die Brian Kendrick allerdings mit einem Headbutt aufgelöst hat, weshalb davon auszugehen ist, dass diese Fehde weitergeführt wird. Was jetzt nicht das Schlechteste ist, denn ich denke, wenn in so einem Match eine Story drin ist, dann kann man da eben auch mitfiebern. Wenn aber das Match einfach nur so ist, ja, hier, erstes Match der Cruiserweights ohne Story, dann kann das Publikum da natürlich auch nicht mitgehen. Ich möchte noch dazu sagen, dass mir TJ Perkins im Moment sehr auf den Sack geht. Also sein ganzes Verhalten, er ist im Ring gut, aber ich finde ihn in seinen Mikrofon-Skills nicht so überzeugend bisher. Und dieses ganze Auftreten mit dem Level-Up-Entrance, mit dieser Videospielmusik und Level-Up Maximum HP und so, dass er dann immer diesen Dab macht. Ja. Was soll denn das sein? Ich verstehe einfach nicht. Also irgendwie jeder zweite Trend, der im Moment entsteht, geht an mir einfach völlig vorbei und ich weiß nicht, was das für ein Schwachsinn ist. So auch hier. Naja, gut. Dann kam es tatsächlich zu überraschenderweise einem der besten Matches des Abends, nämlich dem ja, finalen Match der Best of Seven Series, in Anführungszeichen finales Match, zwischen Cesaro und Sheamus. Und man muss ja wirklich den beiden mal Respekt zollen. Als diese Series losging, haben halt alle gesagt, okay, das wird halt das langweiligste aller Zeiten. Und es war auch sehr berechenbar bis zum Schluss. Aber die beiden haben es geschafft, jedes Mal, jedes einzelne Mal bei ihren 9 Matches, denn sie hatten davor auch schon 2, jedes Mal ein gutes Match hinzulegen. Und das Beste davon haben wir hier gesehen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist auf jeden Fall mit das Match of the Night gewesen. Ja, aber es gab sehr, sehr schöne Aktionen von beiden. Sheamus immer wieder auf den Rücken von Cesaro. Cesaro powert sich immer wieder raus. Schöne Match-Story, dann wieder einige sehr, sehr geile Moves. Also es war wirklich ein richtig, richtig cooles Match. Es sah einmal sehr, sehr übel aus, als Cesaro einen Suicide Dive gemacht hat und wirklich mit dem Kopf voraus auf dem Boden gelandet ist. Aber ja, ich meine, diese zwei haben es im 9. Match gegeneinander geschafft, dass das Publikum lautstark "This is awesome" gechantet hat und das bei einer Crowd, die sehr, sehr tot war. Und ja, das sagt eigentlich schon alles. Das Match-Finish, ungünstig meiner Meinung nach. Die beiden brawlen sich dann über die Barrikade nach draußen und liegen dann beide da. Der Referee kommt und es wird entschieden, dass sie nicht weiterkämpfen können. Also sie sind not able to compete.
Während man allerdings zeigt, dass Cesaro da steht und sagt, ey, ich kämpfe auch mit einem Arm weiter und auch Sheamus immer wieder aufsteht und weiter kämpfen möchte. Das heißt, die beiden werden von den Referees gegen ihren Willen getrennt, obwohl keiner von ihnen beiden out ist, obwohl keiner von ihnen beiden so verletzt ist, dass er nicht mehr wresteln könnte, wird das Match von den Referees beendet. Und ja, das Publikum rief erst Let them fight und buhte dann letzten Endes, als Sheamus aus der Halle geführt wurde. Und ja, warum hat man das jetzt gemacht? Entweder dachte man sich, ey, die Matches von denen sind so geil, wir wollen noch eins zeigen, denn es war tatsächlich ein No-Contest. Das heißt, dieses Match hat keiner von beiden gewonnen. Es war einfach ein Match, was so gesehen, ja, kein Ergebnis hatte. Das heißt, die Best of Seven Series ist nicht entschieden. Das heißt, sie brauchen eigentlich noch ein Match. Ich glaube tatsächlich, dass man auf ein Tag-Team der beiden hinaus möchte, die dann um die Tag-Team-Gürtel kämpfen werden. Und ich habe ja schon in meiner Vorschau gesagt, auch das fände ich ganz cool, weil ich glaube, die beiden passen gut zueinander. So die europäischen Kämpfer. Aber das hätte man ja viel besser lösen können, beispielsweise durch einen Double-Countout. Einfach die beiden, weil die beiden haben sich ja draußen geprügelt, immer wieder gebrawlt, sich immer wieder gegen die Barrikade geworfen. Einfach Double Countout und dann kommt Mick Foley raus, sagt beispielsweise, hey, es gab keine Entscheidung, aber ihr habt ja beide jetzt quasi einen Punkt geholt, wodurch ihr beide gewonnen habt. Das heißt, ihr kriegt ein Titelmatch und zwar um die Tag Team Gürtel. Schöner hätte ich, wie gesagt, gefunden, wenn Cesaro das Ganze gewonnen hätte und gesagt hätte, er will die Tag Team Gürtel, Sheamus die Hand hinhält und dann sie sich gegenseitig Respekt zollen für ihre geilen, geilen Matches, die sie geliefert haben. Und so, ich habe das Gefühl, dass man aber auch jetzt darauf hinaus will, dass die beiden sich quasi jetzt anfangen zu respektieren, weil sie sich einfach nicht gegenseitig endgültig ausschalten können und dann eben um die Tag-Team-Gürtel kämpfen. Oder aber man wollte natürlich das Match einfach nochmal sehen. So oder so war es für das Publikum und für die beiden ein sehr unbefriedigender Abschluss. Man hat gesehen, die Leute waren drin in dem Match, die wollten jetzt einen Sieger sehen, sie sind sogar hinter Cesaro gekommen, obwohl die Story sehr vorhersehbar war, wurde Sheamus ausgebuht, Cesaro hat seine Pops bekommen, es gab This Is Awesome Chance und dann wurde das Ganze sehr, sehr unbefriedigend letztendlich aufgelöst. Ja, was einfach schade ist. Und ja, wir werden dann morgen bei Raw sehen, wie es weitergeht. Aber das Ding ist halt, wenn sie das gemacht haben, damit man jetzt denkt, oh, ich muss Raw einschalten, um zu wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, dann ist ihnen halt auch das nicht geglückt, denn ich glaube nicht, dass jetzt jemand unbedingt wissen muss, wie es weitergeht mit den beiden. Ja, von daher können wir mal gespannt sein, was da jetzt kommt morgen und sehen dann weiter. Dann gab es Chris Jericho gegen Sami Zayn. Das Match hat, wie ich es mir gewünscht habe, Chris Jericho gewonnen. Oh Mann, warum geht die Nase denn jetzt immer so zu, wenn ich rede? Ja, entschuldigt, dass ich jetzt immer mal euch ins Mikrofon ziehe, wie auch immer man das nennt, schnupfe. Ja, denn auch hier wieder das Problem, das hatte keine Fehde. Die Fehde ist jetzt 2 Wochen alt. Chris Jericho haut Sami Zayn im Highlight Reel mit dem Handy, Sami Zayn rächt sich, es gibt ein 10-Mann-Tag-Team-Match und jetzt gab es das Match. Auch hier hat man gemerkt, wäre dieses Match beim nächsten Pay-Per-View gekommen, bei Hell in a Cell, mit Aufbau, mit richtiger Charakterentwicklung, mit einem Grund, warum Sami Zayn gegen Chris Jericho kämpft, außer, hey, Kevin Owens ist mein bester Freund, dann wäre das ein sehr, sehr geiles Match gewesen. Denn es war rein von dem, was gezeigt wurde, war es ein tolles Match. Aber genau wie mir war dem Publikum einfach egal, wer gewinnt. Beziehungsweise sie waren sogar eher noch auf der Seite von Chris Jericho. Es gab nämlich das öfter Y2J-Chance. Ja, und die Halle war auch hier ziemlich tot. Und so hat man ein gutes Wrestling-Match gesehen, das am Ende Y2J gewonnen hat, was, denke ich, die richtige Entscheidung im Moment ist, da er im Moment ja im Main-Event-Geschehen mit involviert ist. Deswegen ist es im Moment die richtige Entscheidung. Jetzt kann man eine Fehde aufbauen mit Sami Zayn und dann ein richtig schönes, noch ein, zwei richtig schöne Matches zwischen den beiden haben. Eventuell am Ende mit einem Triple Threat zwischen Zayn, Y2J und Owens um den Titel. Das war also die richtige Entscheidung, aber letzten Endes, auch wenn Sami Zayn gewonnen hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, passt auch. Es hätte ihm aber nichts gebracht, weil einfach keinerlei
Hintergrund in der Fehde drin war und keiner Charakterentwicklung und nichts. Und ja, das ist ein ganz, ganz grundlegendes Problem der Pay-Per-Views im Moment generell, dass durch den Roster-Split und die neuesten Pay-Per-Views im Jahr der Aufbau viel zu lasch ist. Also, man hatte letzte Woche bei der Raw einfach nicht das Gefühl, dass das eine Go-Home-Show vor einem Pay-Per-View war. Und so hatte man auch hier irgendwie so nie so richtig Pay-Per-View-Feeling. Das hatte kein großes Gefühl. Es wirkte wie eine aufgepumpte Weekly mit geilen Matches so. Und dieses Gefühl ist da, obwohl es das Gezeigte nicht widerspiegelt. Und das ist einfach schlecht. Ja, ein Match, was mich allerdings doch dann sehr gepackt und unterhalten hat, war Charlotte gegen Sasha, gegen Bayley um den Women's Championship. Und auch hier hat man in etwas abgewandelter Form ziemlich genau das gemacht, was ich mir gewünscht habe, nämlich dass Sasha und Bayley während des Matches immer mal wieder aneinander geraten. Sasha Bayley quasi sagt, geh weg, das ist mein Titel. Immer wieder leichte Heel-Tendenzen bereits zeigt und am Ende dann Charlotte das Match aber gewinnen kann mit dem Pin gegen Bayley. Und einer Dana Brooke, die sich tatsächlich gut angestellt hat, immer wieder in die richtigen Momente eingegriffen hat, sodass man dann jetzt in den kommenden Wochen wahrscheinlich zur Fehde Charlotte gegen Dana und Sasha gegen Bayley übergehen kann. War ein schönes Match, es gab keine Botches, es gab schöne High-Flying-Aktionen, es gab immer wieder Tempowechsel, wer gerade das Match dominiert hat. Und letzten Endes sahen alle drei Frauen stark aus und auch Dana Brooke wirkte nicht wie sinnloses Beiwerk. Und damit hat man hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Und das Ding ist immer, man kann immer mehr zu den Matches sagen, wo Dinge schiefgegangen sind. Hier kann ich einfach nur sagen, es war gut. Und ja, ich hoffe, dass dann jetzt die Entwicklung die ist, die ich eben erläutert habe. Roman Reigns gegen Rusev um den United States Championship. Ach, Manu. Ja, Roman Reigns gewinnt das Ding in dominanter Manier. Wie ich es also befürchtet habe, man hält bei Reigns an genau dem Charakter fest, der er ist. Er wurde wieder lautstark ausgebuht. Es gab laute, laute Rusev-Chants. Und Roman Reigns dominiert das Match dann gegen Ende völlig. Obwohl es bis dahin ein schönes Hin und Her zwischen den beiden war. Er hat unter anderem zwei Superkicks abbekommen. Aber wieder, warum mögen ihn die Leute nicht? Weil er von 0 auf 100 zu diesem Superman aufgebaut wurde. Das war es ein paar Wochen nicht so, aber jetzt ist es wieder. Er prügelt Rusev durch die Arena, in den Weeklies und hier. Er kickt zwei Superman-Punches ab und kommt raus. Er kommt ohne Probleme aus dem Accolade raus. Und die WWE wundert sich, dass es den Fans langweilig wird, wenn man immer und immer und immer wieder dasselbe sieht von ihm. Und ja, er gewinnt den Titel, ohne irgendwelche Heel-Tendenzen zu zeigen. Und man wird also mit Roman Reigns, der weiterhin lautstark ausgebuht wird, als neuem US-Champ gehen. Und wie gesagt, er verbessert sich in letzter Zeit am Mikrofon und im Ring zeigt er auch gute Leistungen insgesamt. Aber die WWE hört einfach nicht auf, die Fans immer wieder zu pieken und immer wieder daran zu erinnern, warum sie so einen Hass auf ihn haben. Und ich glaube, Roman Reigns ist über diesen Punkt, wo er als Face noch funktionieren kann, einfach hinaus, auch wenn ihn immer mehr Leute verteidigen. Und wie gesagt, ich sage ja auch, Roman Reigns selbst kann nichts dafür, außer dass er halt auch er ist ein lausiger Schauspieler. Das muss man einfach sagen. Sein Verhalten, als er den Titel dann hatte, wo er dann so wirklich so den Cool Face, so, yeah, guck mal, mein Gürtel. Und dann hat er nochmal so, hat er noch irgendwie wieder seine Geste gemacht. Also das wirklich, ich könnte ihn immer schlagen, wenn ich das sehe. Also das wirkt einfach unbeholfen, was er schauspielerisch macht. Und einfach oft völlig unpassend so. Er hat gerade ein hartes Match hinter sich. Das erste, was er macht, ist, dass er super post und dem Publikum Blicke zuwirft und so. Und ja, naja. Es wird sich nichts ändern. New Era, same old shit. Und ja, das Spannendste an der Sache ist wirklich, was man jetzt mit Rusev macht. Er wird sicherlich noch ein Rückmatch bekommen. Aber ja, was man danach mit ihm macht, ob man es schafft, ihn auch mal ohne Gürtel interessant zu halten oder ob er dann wieder völlig fallen gelassen wird. Ja, dann kamen wir noch zum Main Event Kevin Owens gegen Seth Rollins. War ein insgesamt schönes Match, es ging etwas langsam los.
Mit einem sehr dominanten Kevin Owens, der schnell auf das Knie von Seth Rollins gegangen ist. Man greift also diese Knieverletzung von Rollins immer noch auf, finde ich auch irgendwie mehrere Monate, nachdem er da ist, auch ein bisschen affig, ehrlich gesagt. Also wenn sein Knie immer noch so fragil wäre, dann dürfte er nicht wrestlen. Punkt. Ja, man greift das immer noch auf. Er kommt dann immer weiter zurück, zeigt immer weitere High-Flying-Aktionen, das Publikum kommt immer mehr hinter ihn, buht Owens tatsächlich immer mehr aus, der einmal mehr hervorragendes Heel-Work gemacht hat, indem er ihn öfter angebrüllt, ihm ins Gesicht geschlagen hat und zu ihm sagte, I'm the man, und sich über Rollins lustig gemacht hat und so. Also Kevin Owens ist wirklich sehr, sehr fantastisch, was das alles angeht. Ja, und dann wurde das Match immer schneller, Rollins konnte immer mehr Face-Aktionen zeigen, das Publikum ist immer mehr hinter ihn gekommen, es war ein sehr, sehr schönes Match. Letzten Endes greift Chris Jericho dann mit ein, der Referee geht down, der Pedigree gegen Owens geht nicht durch, weil der Referee down ist. Und letzten Endes schickt dann Stephanie McMahon genau in dem Moment, wo Owens wieder erholt ist, einen weiteren Referee rein. Es gibt die Pop-Up-Powerbomb und den Sieg über Rollins. Fand ich durchaus okay. Besonders interessant, dass Stephanie McMahon danach schon so einen Blick hatte von wegen, so, und jetzt habe ich es dir heimgezahlt, Seth Rollins. Und dann auch wieder geht. Das heißt, es gab schon Interference, aber Kevin Owens hat das Match letzten Endes mit seinem Finisher aus seiner Kraft heraus gewonnen, auch wenn es viel Unterstützung gebraucht hat, aber das war meiner Meinung nach in Ordnung. Ja, also dass der Referee halt wieder eine halbe Stunde da lag, gefühlt, und dann der neue Referee, anstatt in den Ring zu rennen, zu dem am Boden liegenden Referee geht und versucht, den zu wecken, war alles so ein bisschen lächerlich, aber schlussendlich haben wir auch hier ein gutes Match gesehen, das, wie ich finde, am Ende, ja, ganz gut das zu Ende gebracht hat. Also, wir hören. New Day gegen The Club fand ich gut. Perkins gegen Brian Kendrick eher nicht so. Das Best of Seven Series Match war meiner Meinung nach das Match of the Night. Chris Jericho gegen Zayn war gut. Charlotte gegen Sasha und Bayley war gut. Roman Reigns gegen Rusev eher nicht so und Kevin Owens gegen Seth Rollins war gut. Also sehr, sehr viel an diesem Pay-Per-View war rein wrestlerisch und rein von dem, was wir gesehen haben, gut. Und auch vom Booking war vieles logisch her. Es ist allein dieses Problem, dass es sich einfach nicht besonders anfühlt. Und ja, ich bin gespannt, ob sich das Gefühl in den kommenden Wochen noch legt. Wir hatten jetzt halt, wie gesagt, bei vielen Fäden das Problem, dass sie nicht wirklich richtige Fäden waren. Auch Kevin Owens ist, seit der Champ ist, ist er sehr in den Hintergrund gerückt. Und ich hoffe, dass man all das jetzt dann mal ändert demnächst, sodass wir alle wieder etwas mehr Freude am Wrestling haben können. Sagt mir wie immer gern eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, euer Gauton. Ciao.